wir sind mit Journalisten aus Österreich angereist. Wir sind hier in Portugal angekommen, um den neuen Zoe mit der neuen Batterie ZE40 zu testen. Bei den ersten Testfahrten hatten wir schon das erste Aha-Erlebnis, weil wir hatten ungefähr 140 Kilometer zurückzulegen und wie wir angekommen sind, hatten wir noch immer eine Reichweite von 150 Kilometer. Das heißt, 300 Kilometer sind ganz gut drinnen. Das ist natürlich eine Steigerung vom Nutzwert, natürlich, wenn man weiß, dass die Reichweite ungleich höher ist. Also das heißt, man braucht keine große strategische Planung mehr bei einem Elektroautos, wenn man irgendwo hinfährt. Natürlich sehr beruhigend, wenn man weiß, dass man 300 Kilometer locker fahren kann, ohne dass man jetzt besonders auf den Fahrstil schauen muss. Natürlich ist das Thema Reichweite das wirklich Spannende. Ne? Aber was mir im Sommer natürlich generell cool finde, ist, dass das Auto ja von vornherein als Elektroauto konzipiert wurde. Das merkt man natürlich an sehr vielen Designmerkmalen und an vielen Details. Und das ist natürlich was Besonderes an diesem Auto, finde ich. Wir haben ungefähr 400 Ladepunkte in ganz Österreich, das heißt ungefähr alle 60 Kilometer findet man eine schnelle Ladestation, wo man den Zoe ab 20 Minuten zu 80% aufladen kann. Die nächste Generation an Lader, womit wir nächstes Jahr beginnen, wird bis zu 7-mal schneller sein und ich gehe davon aus, dass 2020 mehr oder weniger jeder größere Parkplatz eine Ladestation haben wird. Also wenn alle Autos elektrisch fahren würden, von der Energie her, ist das Ganze überhaupt kein Problem. Es wären ungefähr 13% mehr Strom. Aber auch als Optimist muss ich sagen, bis alle 4,8 Millionen Autos elektrisch fahren, brauchst du 30 Jahre. Und das heißt ungefähr 2% Strom im Jahr. Entweder mehr dazu produzieren über Photovoltaik oder einsparen. Also das ist kein wirkliches Problem. Wir werden jetzt den Zoe anbieten mit Batterieleasing, was natürlich den Anschaffungswert wesentlich erschwinglicher macht. Der Zoe ist ab 22.091 Euro erhältlich mit einer Batteriemiete, einer monatlichen Miete ab 59 Euro. Aber was Neues, man kann den Zoe jetzt auch inklusive der Batterie kaufen. Ich denke, dass es wirklich eine Geschmackssache ist für den Kunden, was ihm da mehr zusagt. Also manche sagen, sie möchten einmal für das Auto zahlen und dann nie wieder und vielleicht ist es für manche eine Hemmschwelle, dann monatlich dann nochmal eine Gebühr zahlen zu müssen. Für andere ist es sicher ein interessantes Modell, das Thema Batteriekosten einmal auszulagern und dann halt weniger einmal zu zahlen und dann halt dieses monatliche Modell zu nehmen. Ich glaube, es ist wirklich eine reine Geschmackssache, was den Kunden halt mehr zusagt. Was man auch nicht vergessen sollte, ab Jänner kann man dann auch die neue Förderung in Anspruch nehmen. Die Regierung hat sich ja entschieden, auch Privatkunden zu fördern. Das heißt, gemeinsam mit den Importeuren gibt es eine Förderung von 4.300 Euro brutto und für Unternehmen 3.000 Euro netto.